Hallo aus Gran Canaria, mein Name ist Thomas Martin, ich bin verantwortlich für die operativen Abläufe hier auf allen kanarischen Inseln und wir hatten einige bewegte Wochen hinter uns, von denen ich gerne etwas berichten würde. Ich wurde oft gefragt, was es für einen Veranstalter oder eine Ortsagentur bedeutet, so viele Gäste gleichzeitig nach Hause befördern zu müssen. Das ist natürlich eine riesige Herausforderung, alleine logistisch eine große Geschichte. Aber wir haben schon einige Krisen erlebt, obwohl ich dazu sagen muss, diese übertrifft alles. Denn es passierte alles gleichzeitig und auch weltweit gleichzeitig. Der Fokus war nicht nur auf die Kanarischen Inseln, sondern weltweit. Und das bedeutete für uns auch zusätzliche Herausforderungen. Es kam erschwerend dazu, dass die Regierung hier auch gleichzeitig beschloss, alle Hotels zeitnah zu schließen. Das heißt, alles entwickelte sich auch zu einem Kampf gegen die Zeit. Und insgesamt waren bei uns über 6.000 Kunden betroffen. Und unser erster Schritt war praktisch erstmal, die entferntesten Inseln, wie zum Beispiel El Hierro oder auch La Gomera, komplett zu evakuieren, um sicherzustellen, dass diese Gäste auf Teneriffa in der Nähe des Flughafens untergebracht sind und bei dem nächsten verfügbaren Flug nach Hause können. Generell geht es erstmal darum, sich einen Überblick zu verschaffen, wie viele Flugplätze sind noch verfügbar, wo können wir noch zusätzliche Flugplätze einkaufen und wie viele Flugzeuge müssen wir eventuell noch zusätzlich in das Zielgebiet schicken, um Gäste sicher nach Hause zu bringen. Das alles klappt natürlich nur mit einer fließenden Kommunikation mit unseren Kollegen in München, mit den Behörden hier vor Ort, mit dem Flughafen, mit den Kollegen des Hotels und natürlich mit unseren Reiseleitern und unserem Team. An dieser Stelle nutze ich die Gelegenheit und sage ein dickes, dickes Dankeschön an alle Beteiligten, die uns wirklich 24 Stunden rund um die Uhr geholfen, betreut haben, um sicherzustellen, dass alle unsere Gäste sicher zum Flughafen zu kommen. Viele fragen mich auch, was war die größte Herausforderung während der gesamten Operation? Da gab es mehrere, teilweise der Transport, auch etwas, was wir noch nie erlebt haben, dass wir dort Probleme haben. Denn laut Anweisung der spanischen Regierung durften Busse nur zu 30% gefüllt werden, um Ansteckung zu vermeiden. Dies galt auch für Taxis oder für Limousinen. Nur eine Person durfte befördert werden. Das ist nicht unbedingt hilfreich, wenn man versucht, massiv Gäste zum Flughafen zu bringen. Aber auch das haben wir geschafft mit einer guten Absprache und einer guten Logistik zwischen allen beteiligten Personen. Hinzu kam auch die ausgesprochene Ausgangssperre bzw. Kontaktverbot von den spanischen Behörden. Dies bedeutet für uns, dass die Reiseleiter nicht mehr wie gehabt mit den Gästen im Hotel direkt kontaktieren konnten, sondern wir mussten dies alles telefonisch tun. Hier in unserem Hauptbüro haben wir ein Krisenlager aufgebaut und von dort aus mit unseren Gästen telefoniert. Zusätzlich haben wir soziale Medien wie Facebook oder WhatsApp genutzt, um immer unsere Kunden auf dem laufenden Stand zu halten. Nicht nur hier kommt die Wichtigkeit einer Pauschalreise zur Geltung, denn wir als Veranstalter sind dafür verantwortlich, den Kunden einen Rückflug zu finden oder den Kunden auch, wenn es länger dauert, auch eine zusätzliche Hotelübernachtung. Bei Eigenarrangements, wie zum Beispiel nur Flug oder nur Hotel, muss der Gast dies selber tun. Gefragt wurde ich auch, ob Gäste überredet werden mussten, nach Hause zu fliegen oder ob es sogar Verlängerungswünsche gab. Ja, die gab es. Ne? Viele Gäste realisierten die Situation noch nicht so ganz, wollten hierbleiben, wollten ihren Urlaub zu Ende führen. Aber spätestens als die spanischen Hoteliers dann angefangen haben, die behördlichen Auflagen umzusetzen und zum Beispiel Bars zu schließen, Restaurantbereiche zu limitieren oder auch Poolbereiche komplett abzusperren, dort wollte dann wirklich jeder nach Hause und dachte nicht mehr an Urlaub. Dass auf allen kanarischen Inseln alle Hotels geschlossen werden, ist auch nicht gerade an der Tagesordnung. Das hat es in der touristischen Geschichte noch nie gegeben. Teilweise gab es wirklich sehr emotionale Szenen bei der Schließung der Hotels oder bei der Verabschiedung des letzten Gastes. Aber immer wieder hieß es, der spanischen Mentalität folgend, nicht auf Wiedersehen oder nicht Tschüss, sondern hasta pronto, bis bald. Ne? Wir sind vorbereitet, wieder Gäste hier begrüßen zu dürfen und wir freuen uns auch, wenn es bald wieder einfach wieder normal weitergehen kann. Vielen, vielen Dank an alle und alles Gute, bleiben Sie gesund.